Du hast eine Narbe, die komisch juckt, taub oder pelzig ist? Ja, das ist kein Problem, denn heute zeigen wir dir mal genau im Video, wie man eine Narbe entstört. Denn hier liegt konkret eine Narbenstörung vor. Heute zeigen wir dir ganz konkret, was kann man dagegen tun, was tun wir im Faszienzentrum und was ist überhaupt die Ursache, dass die Narbe zu einer Narbenstörung geworden ist. All das jetzt in diesem Video. Lass uns mal loslegen. Hi, ich bin Patrick Nemzow, bin Faszientherapeut und Leiter des Faszienzentrums in Hamburg. Wir müssen zunächst mal klären, damit wir verstehen können, wie eine Narbenstörung entsteht, wie überhaupt eine Narbe entsteht. Ja, also eine Narbe ist immer so, du hast eine Verletzung und zum Beispiel nach einer OP oder so, da wird ein Schnitt gemacht. Narbe entsteht nur, wenn ein ganz, ganz tiefer Schnitt oder eine tiefe Verletzung dort ist. Kann auch durch eine Infektion sein oder ein Sturz oder was auch immer. Aber wir gehen jetzt mal einfach vom einfachsten Beispiel, dem Schnitt aus. Gewebe wird zertrennt und klafft erstmal auseinander. Die Aufgabe der Wunde und letztendlich auch der Narbe, die darauf folgt, ist, das Ganze wieder zusammenzubringen. Und wie macht sie das? Na, letztendlich wird dort Gewebe gebildet und es sorgt dafür, über Fibrinfäden, so heißt es auf schlau, das Paket zu verschnüren. Nur das Paket ist halt nicht nur in dieser Richtung zusammen, sondern eine dreidimensionale Geschichte. Das heißt, ein Paket verschnüre ich ja auch so und es wird ja in allen Richtungen zusammengezogen. Das heißt, es wird auch so gezogen, so, so, ne, überall. Und genau dort kann nämlich eine Problematik entstehen, eine Narbenstörung. Wenn nämlich zum Beispiel da in der Mitte ein Nerv ist und der auch zusammengequetscht wird, dann ist der einfach mal taub. Ja? Weil der Nerv eben einfach hier keine Informationen mehr liefern kann, weil das Gewebe immer hart ist. Und genau das ist das Charakteristikum. Die meisten Narben, die Narbenstörung machen, sind häufig, zumindest teilweise, sehr verhärtet. Das heißt auch schon gleich, wir können darauf hinarbeiten, dass wir versuchen, die Narbe möglichst weich zu bekommen. Und das ist eigentlich schon fast der ganze Trick, was wir in einer strukturellen Narbenintegration machen. Wie genau, das zeige ich dir jetzt. Merke, es hängt ganz entscheidend davon, das Ergebnis der Narbe, davon ab, wie du mit der Narbe umgegangen bist in der ersten Zeit oder noch umgehst. Ja, das heißt, wenn wir wissen, wie wir mit der Narbe umzugehen haben, können wir das durchaus verbessern, den Zustand, den wir gerade haben. Ja, warum ist die Narbe jetzt eigentlich überhaupt so fest und funktioniert das alles nicht mehr technisch? Also A muss man sagen, Narbengewebe ist natürlich Gewebe zweiter Klasse. Es geht erstmal nur darum, das aufzufüllen. Wenn das vorher irgendwie Hautgewebe hat, ist es zwar immer noch ein Strukturgewebe, aber eben keine Hautfunktion. Das heißt auch keine Schweißdrüsen mehr, da wachsen in der Regel auch keine Haare mehr und so weiter und so fort. Also diese ganzen Funktionen sind nicht mehr da. Was aber auch ein Fall ist, und das ist fast noch wichtiger für das, was wir jetzt gerade als Thema haben, ist, es wird ja, musst du dir vorstellen, wie so ein Telefonbuch, was durchgeschnitten wird. Und dann hast du so eine unendliche Anzahl von einzelnen Schichten, also einzelnen Seiten im Telefonbuch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn das Ganze wieder zusammenwächst, dass sich das exakt jede Seite wieder konkret findet, ist leider nicht so ganz 100%. Genau genommen gar nicht so groß. Es gibt da verschiedenste Untersuchungen, gerade im Bauchraum gibt es gute Studien drüber, wo man sagt, naja, jeder, der im Bauch mal operiert worden ist, hat zu 70%, das ist eine irre Zahl, irgendwelche Formen von Verwachsungen, ja, die dort entstehen nach einer OP. Das kann man auch ungefähr sagen. Man weiß auch, dass nach Bauch-OPs ungefähr, ich glaube 67%, so sagt die Studie, Rückenschmerzen entstehen. Und das ist genau diese Geschichte, nämlich, dass diese Schichten nicht mehr sauber zusammenwachsen, dass sie vielleicht nicht mehr so zusammenwachsen, sondern zum Beispiel so oder noch blöder wäre so. Ja, das heißt aber auch, dass natürlich diese Schicht in diese Richtung geht, die andere in die und dann wächst plötzlich diese Schicht mit der zusammen und dann entsteht eine ganz komische Bewegung. Und dementsprechend fängt der Körper natürlich an, das über Stabilisierung festzuhalten und das wiederum macht dann die sogenannte Narbenstörung. Ja, was tun wir denn jetzt konkret dagegen? Das zeigen wir dir jetzt. Also, wenn man das so zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass wenn eine Narbe eine Störung hat, dann müssen wir als erstes mal gucken, dass wir die Spannung dort rausnehmen. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Also, wir fangen tatsächlich immer erstmal ganz easy an, indem man wirklich ganz, ganz leicht streicht. In der strukturellen Narbenintegration, mit der wir so arbeiten, nennen wir diese Technik Delfintechnik. Warum? Ganz simpel, der Delfin gleitet relativ oberflächlich schnell und easy durchs Wasser, wobei das Schnelle gar nicht so relevant ist, sondern wirklich so dieses leichte Gleiten, ohne dass da irgendwie ja grob was stattfindet. Dass es gar nicht in die Tiefe geht und wirklich immer erstmal diese Übung oberflächlich auf die Narbe zu, um das Gewebe im Prinzip vorzubereiten. Also wir arbeiten jetzt wirklich in der oberflächlichsten Schicht und gleiten hier im Prinzip immer auf die Narbe. Das ist im Prinzip, was wir zunächst tun, die erste Schicht. Und dann fangen wir an, langsam tiefer zu gehen.
Wenn wir jetzt die Ebene tiefer gehen möchten, macht es Sinn, sich so ein bisschen Öl zu nehmen. Ich habe da immer bei uns gutes Olivenöl, ist auch im Narbenset drin, weil ich halte persönlich nur bedingt was von so Narbencremes, weil im guten Olivenöl hast du Antioxidantien und alles drin, alles was gut ist für die Haut. Insofern, der ganze Mittelmeerraum schwört auf solche Sachen und das nicht ganz zu Unrecht. Genau, also da wirklich dünn auftragen und dann wirklich einfach so auf die Narbe zustreichen. Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt schon mit den Fingerbeeren eine Ebene tiefer. Ich bin also nicht mehr, dass ich jetzt oberflächlich arbeite, sondern gehe wirklich eine Ebene tiefer. Ja, wenn wir dann an dieser Narbe arbeiten im Faszienzentrum, wie gesagt, so eine Behandlung dauert eine Stunde. Ja, also wir zeigen natürlich jetzt nur ganz, ganz kleine Ausschnitte, wie ich dort so arbeite. Und ich möchte jetzt da wirklich nochmal tiefer gehen. Dann haben wir natürlich im Narbenzentrum bei uns solche speziellen Stifte und mit denen arbeiten wir dann auch nochmal, dass wir da auch immer so streichen. Auch hier können wir erstmal nur ganz leicht anfangen, ja, und dann eben im Prinzip immer tiefer gehen. Das ist so das, was wir machen. Vor allen Dingen kann man auch, wenn man so einen Narbenstift hat und da ist so eine Stelle, die so richtig so knupsig ist, so eine feste Stelle, dann empfiehlt es sich immer, den so drauf zu machen, auf die Spitze quasi von dem Eisberg und dann anzufangen zu rotieren. Und wenn du das zu Hause mal ausprobierst, dann wirst du merken, am Anfang lässt sich das so gar nicht rotieren, weil alles fest und steif ist. Und je länger du das machst, desto mehr bewegt sich das Gewebe, ohne dass du jetzt mehr Kraft oder so aufwendest. Ganz einfach, weil es sich löst. Und genauso funktioniert das Ganze dann auch, dass wir, ja, da so drumherum, also nicht drumherum, sondern das eben einfach durchbewegen und das Gewebe dann Stück für Stück sich lockert. Das ist was, was wir so machen. Mal einen Ausschnitt bei uns, wie wir mit struktureller Narbenintegration so arbeiten. Jetzt zeigen wir dir gleich mal, was du tun kannst. Es gibt drei Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du eine Narbe entstören möchtest. Das eine ist zu früh, zu oft und zu doll. Ja, du darfst eben nicht schon ganz früh an der Narbe anfangen, dann rumzureißen, weil dann wird es wirklich eine Narbenstörung geben. Genauso heißt es, wenn du eben zu oft daran arbeitest, das ist eben auch nicht gut. Ja, die Narbe muss ja auch regenerieren, heilen. Du musst dem Körper Zeit geben, das, was du da machst, auch umzusetzen. Und das dritte eben, dass du dann zu stark arbeitest, wenn sich so erste, ja, feine Gewebsbrücken gebildet haben und die sofort wieder kaputt gerissen werden, dann wird der Körper beim nächsten Durchgang noch stärkere Reißen, Bindungen machen. Und wenn du die wieder kaputt reißt, dann haben wir irgendwann so richtigen Knubbel und alles ist verwachsen. Und genau dann entsteht eine Narbenstörung. Und was mache ich bei alten Narben? Gute Frage. Also bei alten Narben ist es tatsächlich auch so, dass das eigentlich sogar noch fast dankbarer ist, zumindest in der Behandlung, weil du nicht so genau aufpassen musst, dass im Frühstadium die Narbe nicht zu doll belastet. Das ist natürlich bei alten Narben nicht das Problem. Und da kannst du eben wirklich komplett arbeiten, genauso wie bei einer frischen Narbe. Die erste Selbsthilfeübung. Nimm dir mal eine Bürste, eine wirklich weiche Bürste, Gesichtsbürste, Babybürste, so eine, ja, mit extrem weichen Bürsten. Ein Kollege sagte neulich von Würth, eine Metallbürste, das bitte nicht. Also eine möglichst weiche Bürste. Und dann fängst du mal an zu streichen. Wirklich genauso, wie wir das mit dem Delfin gemacht haben. Ganz, ganz leicht und oberflächlich. Immer in Richtung Narbe. Also so schön sternförmig auf die Narbe zuarbeiten, dass man dort wirklich dann, ja, das Ganze mal in die Entspannung bringt. Übung Nummer 2, eine Ebene tiefer. Nimm diese Silikonbürste, auch die bekommst du im Drogeriefachhandel oder bei uns im Faszienstore, ein Teil des Narbensets. Eben maximal weich und beweglich, eine Silikonbürste. Und damit gehst du dann auch bei und schrubbst so langsam auf die Narbe zu. Du wirst merken, es ist ganz, ganz weich. Also ernsthaft schrubben ist es nicht, auch wenn es eine Bürste ist. Und schiebst so langsam das hin. Aber du merkst schon, dass es eine, sieht man auch, dass eine Ebene tiefer geht. Anders als die Bürste, die nur wirklich ganz, ganz oberflächlich ist, ist diese Silikonbürste eben durch noch ein bisschen tiefer gehend. Übung Nummer 3. Wir haben einen Narbenstift, hier aus Rosenquarz. Und mit dem kannst du auch an der Narbe arbeiten. Auch hier wieder immer in Richtung Narbe hin, weil wir versuchen ja Gewebe, genau, gut, ja, flächiger wie Tanja das jetzt hier zeigt, Gewebe in Richtung Narbe zu bringen. Denn die Narbe selber ist ja verkrampft und verhärtet und zieht zusammen. Und wenn wir jetzt ein bisschen Gewebe zuführen, dann braucht sie nicht mehr ganz so verkrampfen.
und lockert sich dann. Das bin ich immer wieder beeindruckt, weil wir das so in Behandlungen machen, wie sehr sich denn doch Gewebe entspannt, wenn man da ein bisschen mal dran arbeitet und vor allen Dingen das regelmäßig macht. Also diese Übung, die wir dir hier zeigen, gehen wirklich total einfach, wie du siehst, aber du musst sie halt regelmäßig machen und ein bisschen Geduld haben, weil der Effekt stellt sich wirklich in vielen Wochen oder vielleicht sogar Monaten ein. Aber du wirst merken, es passiert was. Das ist wirklich unsere Erfahrung. Ja, das waren jetzt mal ein paar Tipps, wie du wirklich mit einfachsten Mitteln deine Narbe mal behandeln kannst. Und nimm dir ein bisschen Zeit und Geduld und du hast jetzt verschiedene Optionen. Entweder gehst du los zum Drogeriemarkt und kaufst dir die Sachen, die wir empfohlen haben, oder du kaufst dir im Faszien-Store das komplette Narbenset. Oder du kommst einfach mal zu uns, wenn du sagst, das ist mir alles zu viel und ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Buch dir gerne einen Termin bei uns im Faszienzentrum. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Alles Gute vom Faszien-Channel, dein Patrick und Team.